Ja, moin moin Leute, ich grüße euch herzlich zu einer Folge OMSI 2, der Omnibus Simulator, hier auf Kribo Official. Ja, wir fahren jetzt mal eine Random Map, die so, glaube ich, eigentlich gar nicht in BBS-Betrieben auftaucht. Wir müssen mal eben noch den Game Sound reinholen. Das machen wir mal eben schnell. So, erledigt. Genau. Wir gehen rein, wir hoffen, wir kommen ans Ziel. Und wir machen auch jetzt alles richtig. Natürlich die Grundvoraussetzung. Na, reden wir? Oder reden wir nicht miteinander? Genau, das ist hier eine Map, die ja ist quasi, ich würde jetzt mal fast behaupten, eine Erweiterung von Stettin. Wir fahren jetzt ohne Fahrplan. Wir fahren jetzt wirklich mal random. Ich habe keine Ahnung, warum der mir hier die ganze Zeit den Haltewunsch da einblendet. Aber egal. Wir fahren jetzt einfach mal. Ich sehe bisher noch keine Hilfspfeile. Da hinten baut sich aber mehr auf. So. Ansagen haben wir auch keine. Oh, das ist aber ganz schlecht, ey, wenn hier gar keine Hilfspfeile gehen. Oh, Leute, das ist aber hier mal überhaupt nichts, würde ich mal so fast sagen, aber für mich sieht das so aus, als müssen wir nach links weg. Scheiße. Schauen wir mal. Ob wir hier trotz allem ans Ziel kommen. Nee, kommen wir nicht. Das ist ein wunderschöner Backdrop. Aber auch mal wirklich schön. Oh, ich krieg die Pimpanellen. Aber ist alles halb so wild. Fahrgäste meckern nicht. Wahrscheinlich haben sie einfach keine Stimme. Okay, das ist natürlich echt jetzt eine ganz komische Erweiterung. Naja. Ich kann mir aber vorstellen, weil das schon eine alte Karte ist, dass es die schon eingebunden im BBS gibt. Das heißt, da wird das Navi greifen. So, ich hoffe, dass wir jetzt richtig sind. Also heute Morgen war es mal echt mega komisch aufzuwachen. Ich bin so, ja, ich bin schon so um 7:45 wach gewesen, aber wo ich dann feststellen musste, dass es bis um die 10 Uhr noch so dunkel war, dass die Außenbeleuchtung draußen an sein musste. Ah, jetzt bin ich wahrscheinlich an der Haltestelle gerade vorbei. Ja, kann ich nicht ändern. Aber so ist die Map schön gestaltet, ja. Muss ich echt sagen. Also, gefallen tut sie mir. Ne, da mal gar keine Kritik dran. Ach komm, nehmen wir hiervon auch noch einen Screenshot mit. Sieht doch auch geil aus. Hat man auch nicht jeden Tag. Ah, guck, jetzt ist hier der Knubbel auch nicht mehr am Leuchten. Der Knubbel, das hört sich auch an.
Also ich fahre zum Beispiel für meinen Teil gerne mal den NL202 mit ZF. Ne? Wie wir ihn jetzt hier hören, da macht ja schon Spaß. Also die Backdrops sind schon geil, ne? Also die sind schon erstklassig. Oh. Warum hat denn der hier so Texturprobleme, Alter? Oder Objekt-Nachladeprobleme? Oh, viele schöne Autos, die es so gar nicht in OMSI gibt. Das ist geil. Jetzt haben wir tatsächlich einen Haltewunsch. Ich denke, dass das nur eine kleine Linie ist. Boah. Oh, er rastet wieder aus. Ich glaube, wir mussten hier rein. Scheiße, ey. Ja, da hinten ist ein Backdrop, sehe ich schon. Na, fahren wir einfach. Wir wissen ja eh, dass ich die Collies aus habe. Via Cinquecento. Sehr schön. Oh, der hat so einen kraftvollen Sound, Alter. I love it. Ach so, hier dieses rote Symbol. Ach nee. Hier stehen auf jeden Fall Scanias rum. Oh, schön mit dem Kreuz hier. Nee. Oh, Leute, das ist scheiße. Eine Hilfsfeile, ey.
Hä? Oh je. Ne. Hier kommen wir auch nicht weiter. Oder war das schon die Endstation da vorne auf der anderen Seite? Weil einen anderen Weg gibt es nicht. Also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Da hinten sind Backdrops. Also könnten wir ja wirklich nur... Oder müssen hier durch? Nee, da geht's auch nicht durch. Also wird das hier die Endstation sein, ne? Ja, ist die Endstation. Ich erinnere mich. Nee, passt gar nicht. Oder wir drehen hier nur. Tatsächlich. Weiß nicht, ob wir hier richtig sind, ne? Sieht aber gut aus bis hierher. Oh, ist das eine komische Linie, ey. Salom Schkola, da müssen wir jetzt anhalten. Ah, okay. Creepy. Ja, das sieht auf jeden Fall nach Leben aus. Dann fahren wir in die Richtung. Hallo, wo ist denn die Haltestelle? Ah, ah.
Nikola. Oh, wir sind an einer Endstation, okay. Okay, Leute. Ja, wir sind wahrscheinlich völlig verkehrt gefahren und alles. Wer soll da durchblicken? Ich meine, die Map ist schön, aber der tatsächliche Feinschliff, der fehlt mir. Es ist eine schöne kleine Map. Ja? Aber wie gesagt, ohne Hilfspfeile und so ist das natürlich nichts. Nichtsdestotrotz ist sie schön. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis denn.